Es ist 7 Uhr morgens und ich mache mich ganz entgegen meiner Gewohnheiten auf eine Reise. Eine Reise, zu der ich eingeladen wurde von Jutta Krämann, der Bundestagsabgeordneten der Linken im Deutschen Bundestag. Und zwar geht es hierbei um eine Tagung für politisch Interessierte. Und damit ihr da auch was von habt, nehme ich euch mit auf diese Reise. Hier sieht man schon die Häuschen, an denen die Grenzer drinne waren. Mehrere Stationen. Hier ging es heiß her. Jedes Auto wurde einzeln durchsucht auf Schmuggelware, darauf, ob man Leute ungefragt aus der DDR rausbringt und so weiter und so fort. Okay, das finde ich schon ein bisschen ironisch. Ein Denkmal der Bild-Zeitung. Okay, warum nicht? Falls ihr wissen wollt, worum es dabei geht. Es sieht schon... Sieht schon ganz schön heftig aus, so ziemlich spartanisch, aber wie hätte man es auch anders erwartet? Mal gucken, ob man da reingehen kann. Nee, leider nicht. Ich habe euch ja gerne von drinnen gezeigt. Schon ein bisschen beklemmend hier. Ein bedeutungsschwangerer Ort. Mal überlegt, was hier alles abgegangen ist. Und das im Namen des sogenannten Sozialismus, der im Endeffekt keiner war. Falsch gelebter Kommunismus. Schon schade. Dabei sind die Grundideen so unglaublich gut. Im Hintergrund diese bunte, fröhliche Raststätte. Naja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich in Berlin bin. So, ihr Lieben, hinter mir seht ihr jetzt das Brandenburger Tor. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und spazieren hier ein bisschen lang.
hier jetzt auf meiner hinter mir links quasi seht ihr das berühmte Hotel Adlon und noch ein Stückchen weiter. Bitte. Ja, jetzt müssen wir sehen, die Akademie der Künste sowie die amerikanische Botschaft. Dann, wenn ich mich ein Stück weiter drehe, seht ihr hinter mir die französische Botschaft. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf eine Tour durchs Brandenburger Tor. Alle noch ausgeflogen im Sommerurlaub bis nächste Woche. Aber generell ist Berlin schön genug, dass man euch das auch mal zeigen kann. Hier ganz hinten hinter mir im Hintergrund die Siegessäule, falls man sie sehen kann. Erbaut aus Kanonen, alten Kanonen, dänischen Kanonen, die vergoldet wurden. Super schnieke das Ding. Wenn auch vielleicht ein bisschen creepy. Der Typ hat seine eigene Tochter dafür als Modell genommen. Dafür, dass man ihn jetzt unter den Rock kriegen kann. Aber was soll's? Perverse gibt's überall. Und hier, diese riesige Treppe vor mir führt zum Konzerthaus Berlin, mitten auf dem Gendarmenmarkt. Und ich, fauler, fetter Sack, gehe jetzt extra nur für euch diese ganzen Scheißstufen hoch, damit ihr mit mir zusammen den Ausblick von da oben genießen könnt. Das hat sich doch gelohnt. Guckt euch das mal an. Ne? Echt schön. So. Wir haben es inzwischen kurz vor Mitternacht.
Wir sind hier im Hotel de France untergekommen. In Wedding. Im ehemaligen französischen Bezirk. Haben in der Zwischenzeit uns die Ausstellung Wege, Umwege, Irrwege oder irgendeine Reihenfolge davon angeguckt und halt in dem Deutschen Dom, wo sie inzwischen auch ein bisschen umbauen und die haben so eine Art Miniatur-Plenarsaal nachgebaut, was sehr, sehr interessant ist. Da haben wir einige Diskussionen geführt. Total cool. Wird halt auch oft von Schulklassen genutzt und die spielen dann in einem Rollenspiel tatsächlich so eine richtige Bundestagssitzung durch und verhandeln verschiedene Standpunkte zu verschiedenen fiktiven Gesetzen. Finde ich richtig interessant. Also ich finde es schade, dass wir da nicht noch mehr Zeit hatten, weil das echt so cool gemacht ist. Also ich habe auch den Eindruck, man kann hier in Berlin einfach so viel Zeit verbringen. Wahrscheinlich könnte ich ein Jahr hier sein und hätte doch noch nicht alles Sehenswerte gesehen. Naja, ich werde dann jetzt auch demnächst mal so Richtung Bett mich begeben. So, hi! Also, heute Morgen waren wir in der Parteizentrale der Linken, uns dort ein wenig informiert, gut unterhalten darüber, wofür die Linke eigentlich steht, was die Linke erreichen will in der nächsten Legislaturperiode. Jetzt gerade bin ich hier am berühmten Checkpoint Charlie, einem der deutsch-deutschen Grenzübergänge, und zwar der zwischen dem sowjetischen und dem amerikanischen Sektor. Und zwar war der nicht offen für jedermann, sondern lediglich für Alliierte und Diplomaten. Ja, und jetzt bin ich gerade mal tatsächlich auf der Suche nach irgendeinem scheiß Supermarkt, weil ich nicht jedes Mal Lust habe, für eine 0,2 Cola irgendwie 3,50 € auszugeben. Das finde ich dann schon ein bisschen heftig. Berlin ist super schön. So von dem, was ich gesehen habe. Es ist total laut. Es sind super viele Leute hier, finde ich klasse. Man könnte sagen, die örtliche Fauna gefällt mir. Naja, aber es ist halt auch schweinisch teuer. Bis später. So, ich bin gerade im Sony Center. Hier hinter mir ist das Karabari, ein australisches Restaurant. Wenn ihr hier seid, reingehen, ist es geil. Die haben hausgemachte Limonade, super coole Sache. Und einfach nur, damit ihr so einen kleinen Eindruck von der Gegend hier mal habt. Von hier war es das eigentlich schon Interessantes. Bis später. Ihr Lieben, letzter Tag der Berlin-Reise. Wir sind jetzt hier im Herzen der deutschen Demokratie, quasi where the magic happens. Leider passiert hier heute nichts, da alle noch rausgeflogen sind. Aber der Saal ist trotzdem ziemlich beeindruckend. Ich bin jetzt hier oben auf dem Dach des Bundestages. Hinter mir kann man schon so grob die Kuppel sehen. Gehen wir ein Stück weiter weg, dass man da mehr sehen kann. Unter dieser Kuppel direkt ist der Plenarsaal, den wir vorher gesehen haben. Voll verspiegelt, damit jederzeit unten im Plenarsaal Sonnenlicht ankommt. Dazu gibt es hier noch
Überall verteilt Lichthöfe. Das alles wurde modernisiert vor einigen Jahren und quasi in die alte Fassade integriert, der Bau. Man kann auch im Inneren dieser Kuppel noch hochgehen. Das werde ich mit euch allerdings jetzt nicht machen, weil ich keinen Bock habe, da runter zu kotzen. Ich stehe jetzt hier quasi auf den obersten Stufen des Bundestagsgebäudes. Quasi auf der anderen Seite hinter mir der große Platz. Und ich marschiere jetzt einfach noch mal ein Stückchen mit euch runter. Damit ihr auch mal so die Größe von dem ganzen Ding ein bisschen wahrnehmen könnt. Ist nicht schon gigantisch. Ich stehe jetzt hier ganz unten. Ist echt heftig. So, und jetzt muss ich gleich wieder durch die Sicherheitsschleuse. Die haben mir beim Eingang tatsächlich meinen Kazoo abgenommen. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, das ist ein scheiß Kazoo, damit kann ich niemanden umbringen. Also, okay, ich müsste mir schon sehr Mühe geben. Aber das könnte ich auch mit meiner Brille. So, hallo Daniel. Hi. Wir haben jetzt hier 3 schöne Tage in Berlin verbracht. Sehr schöne Tage. Das Wetter war grandios. Ja, wir waren hier auf Einladung von Jutta Krämann. Und kannst du unseren Zuschauern vielleicht mal erklären, warum wir hier waren und was wir hier gemacht haben? Aber grundsätzlich hat jeder Bundestagsabgeordnete 3 Fahrten im Jahr, wo er politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger einladen kann, nach Berlin zu kommen. Und das ist eine politische Bildungsfahrt. Also wir machen wirklich Politik und Kultur. Wir fahren in den Bundestag, diskutieren natürlich mit Jutta als Abgeordnete. Wir waren jetzt heute auf dem Besucherrang, haben einen Vortrag gesehen über die Geschichte des Gebäudes und was da alles so Wissenswertes bei ist. Und natürlich sind wir bei verschiedenen Ausstellungen gewesen, was ich auch sehr wichtig halte, weil politische Bildung ist nicht nur, wir erzählen euch als Partei, was hier los ist, sondern ihr sollt hier definitiv schlauer wegfahren, als ihr hergekommen seid. Das heißt, wir haben tagsüber Programm. Wir reisen prinzipiell morgens aus Hameln mit dem Bus ab und kommen dann mittags an zum Mittagessen, haben dann noch 2 Programmpunkte, dann geht's ins Hotel, haben den zweiten Tag dann komplett für uns, haben dann abends nach dem Abendbrotessen, Essen kriegt man hier im Übrigen auch im Überfluss, es gibt morgens im Hotel immer Buffet und dann 2-mal täglich auch warm, das ist schon fast zu viel des Guten. Ja, das war schon recht dekadent. Aber es ist auch immer sehr, sehr lecker und sehr unterschiedlich. Man erlebt auch ab und zu mal was Neues. Auch wenn wir jetzt beim Australier waren und da nichts Australisches da war. Maultaschen beim Italiener. Maultaschen beim Italiener, genau. Aber im Prinzip, man lernt ganz, ganz viel kennen. Man lernt ganz viel neue Leute kennen. Das ist auch spannend. Das ist auch der Grund, warum ich mit dem Bus fahre und nicht mit dem Zug. Weil sich die Leute einfach besser unterhalten und auf der Busfahrt schon mal kennenlernen. Ich fahre mit dem Bus ganz klar länger, aber es ist für die Gruppe einfach wesentlich angenehmer und besser. Von daher haben wir gesagt, wir machen das immer mit dem Bus. Für so eine Fahrt muss man nichts berappen. Das heißt, wenn ihr mal so eine Aufforderung kriegt oder irgendwo eine Einladung herkriegt oder euch bei mir melden wollt, ihr könnt auch bei mir im Büro in Hameln in der Domayerstraße 6 vorbeikommen. Das ist unweit von einer Stadtgalerie. Dann blende das dann einfach mal ein. Genau. Blend das mal ein, dann könnt ihr sagen, ich will da gerne mal mitfahren und dann kriegt ihr eine Einladung, die Unterkunft ist bezahlt, man kriegt An- und Abreise bezahlt und
dreimal täglich essen, beziehungsweise am Abreisetag nur zweimal, Mittag und Abendbrot, beziehungsweise jetzt heute Morgen Frühstück und Mittag am Abreisetag. Und das Ganze ist, wie gesagt, für lau, aber nicht umsonst. Man kriegt jede Menge Bildung, wo es sich auf jeden Fall lohnt, wo ich noch keinen mit hatte, wenn der mitgefahren ist, dass er gesagt hat, so einen Scheiß mache ich nie wieder mit, sondern man ist total begeistert und fragen eher, wann kann ich das nächste Mal mitfahren. Mhm. Wenn ich die immer wieder mitnehmen würde, wären es immer die gleichen Leute, wäre langweilig. Ich will neue Leute kennenlernen und auch ein Stück weit dann natürlich auch erzählen, was wir als Partei und als Abgeordnete so machen hier. Also Jutta ist ganz viel zum Thema Mindestlohn und Leiharbeit unterwegs, die Kernthemen der Partei. Und das sind halt Themen, die ganz viele Menschen jucken. Mindestlohn sind so viele Menschen von betroffen. Und von daher ist das nie verkehrt, sich das mal anzuhören und auch mit Jutta zu reden, wenn man die Möglichkeit hat und Fragen zu stellen. Also jeden, der das sieht, der ist gerne eingeladen, zu mir ins Büro zu kommen, wenn er Bock hat. Nach der Bundestagswahl, wenn wir dann wiedergewählt sind, wovon ich jetzt ausgehe, weil wir gut abgesichert sind über Listenplatz, als Direktkandidat funktioniert das natürlich für die Linke nicht in Hameln. Dann habe ich Ende Oktober die neuen Termine für nächstes Jahr und dann habe ich wieder 150 Plätze insgesamt übers Jahr verteilt frei. Also kommt gerne vorbei. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir sind montags bis donnerstags tagsüber sowieso im Büro. Man erreicht uns dann. Also ist die Fahrt auch grundsätzlich für jedermann offen? Für jedermann offen, der sich nicht offen rechtsradikal oder sonst wie betätigt. Da würde ich sagen, ganz klar nein. Das sind Menschen, die wir nicht haben wollen. Das sind politisch interessierte Menschen, die wir haben wollen, mit denen wir auch diskutieren wollen. Aber natürlich wollen wir niemanden haben, der ganz klar gegen unsere Gesinnung ist. Da hast du wohl recht mit. Ja. Okay, dann vielen Dank. Bitte, gerne. Und auch danke dafür, dass du mich mitgenommen hast. Es hat echt Spaß gemacht. Schön, freut mich, super. Sind die Credits vorbei und der Typ fängt auf einmal an mit euch zu reden. Was soll das? Ganz einfach. Ich wollte euch noch ein paar Worte mit auf den Weg geben. Wir sind eines der Länder, die das Glück haben, wählen zu dürfen. Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen. Wir haben die Macht zu entscheiden, wie es in unserem Land weitergeht. Also bitte, bitte nutzt das und geht wählen. Es sind nur ein paar Minuten eurer Zeit, die euer Leben lang Einfluss haben können. Dankeschön.